Ich werde wirklich einen Zusammenschnitt machen. Als separates Video für mein The Ball-Projekt. Und dann werde ich die auch in chronologischer Reihenfolge, sofern man die chronologisch zusammenfügen kann, in einem Video reinpacken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht nur die fehlenden reinpacken, sondern direkt alle aus dem Spiel. Die werde ich dann dementsprechend auch finden und werde sie auch vorlesen. Damit ihr nicht einfach denkt, das hast du aus irgendeinem anderen YouTube-Video. Du machst dir gar keine Mühe. Hättest du doch selber finden können. Bla 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 bla. Ja. Ihr werdet das dann sehen. Dann hoffe ich mal, dass ihr nicht so rumstinkert. Weil es gibt ja genügend Leute, die bei irgendwelchen anderen Let's Playern wegen irgendwelchen Kleinigkeiten am Rumstenkern sind. Du hättest das aber machen müssen. Oder auch ein gutes, bekanntes Beispiel. Gronkh, du hast Eisen vergessen. Da oben ist noch ein Diamant, den hast du nicht mitgenommen. Das Rätsel ist aber so und so. Das war jetzt nicht unbedingt bei Gronkh, aber das ist bei so vielen anderen Let's Playern auch schon vorgekommen. Bei denen dann irgendwie gesagt wurde, ja, das ist aber einfach. Du musst das doch so und so machen. Du bist ein dummes Kind, weil du das nicht direkt herausgefunden hast. Und ich habe das ja 500 Mal schneller gemacht als du. Ich muss mich besser fühlen als du. La 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 la. So, einfach ist das nicht. Natürlich ist es im Internet so einfach, weil die ganzen Leute einfach anonym sind und einfach irgendeinen Scheiß reinschreiben können. Und sie können sich dann in irgendeiner Weise profilieren. Ist das nicht wunderschön? Und dann gibt es auch Leute, die sich wie jetzt bei mir bestimmt aufregen würden, wenn die das hier sehen und sagen, ja, warum springst du denn hier einfach nur rum? Warum machst du nicht weiter? Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach Geheimnissen, weil wir haben die letzten Geheimnisse ja verpasst. Dass ich vorhin auch gesagt habe, hey, wir können, also ich werde dann nachher ein gesamtes Video mit den ganzen Geheimnissen machen. Einige fragen sich jetzt bestimmt, hey, wieso machst du jetzt nicht einfach weiter? Wieso machst du nicht einfach die eigentliche Geschichte weiter? Fährst hier einfach durch, machst den Plot fertig. Ja, das könnte ich machen und das werden wir auch noch machen, nur Geduld. The Ball ist an sich schon ein recht kurzes Projekt. Und dafür will ich trotzdem versuchen, so viel hier aus dem Spiel beim ersten Durchlauf zu entdecken, wie es möglich ist. Ja, so sieht das bei mir aus. Das wird ja kein 100% Run hier, wenn ich das blind mache. Mein Gott, da müsste ich mir eigentlich direkt schon eine Komplettlösung hier anliegen haben. Oder wirklich auf penibelste Art und Weise das Game komplett zerpflücken. Achso, wir kommen ja nicht weiter. Damit ich überhaupt an 100% drankommen würde. So, gespeichert. Was ist das jetzt für ein Teil? Das ist einfach nur ein beschissener Pöller, mit dem uns gesagt wird, du musst dein Fahrzeug hier parken. Du darfst es nicht mitnehmen. Denn wir haben wieder ganz viele große Tellerminen. Oh nein. Sterbe ich dann? Wuhi! Wuhu! Was? Zum Henker! Das heißt, ich... Meine Güte, stinkt das hier! Das heißt, ich würde auch wieder runterkommen, irgendwie? Zur Not durch den Gang hier... Wow! Holy shit! Das darf nicht wahr sein. Ich will doch zurück zu meinem Ball. Lasst mich gehen. Okay, ich hänge fest. Und zum Glück gibt es keinen Fallschaden, ne? Nein, ihr könnt auch einfach da runterspringen und ihr kriegt keinerlei Fallschaden. Muss ich den Ball mitnehmen? Oder muss ich da echt alleine hoch? Yay, auf geht's! Bam! Ach so, wieso geht das denn jetzt auf einmal auf?
Hier muss es einen Mechanismus geben, der weiß, der erkennt, dass ein Ball hier ist. Oh no, schon. Ach du schon wieder. Ja, und ich mache einfach mal den nochmal den gleichen Fehler. Au, scheiße. Das ist gemein, dass du ausweichen kannst, Kollege. Ja, okay. Du musst mich immer weiter angreifen. Machen wir das noch zweimal so? Dann wird es auch wieder einfach. Ah ja. Ah ja, tanzt mir. Ah ja. Es ist mir egal, dass ich jetzt Schaden kassiere, obwohl der macht schon 50. Das ist wieder mal nicht ganz so... Wow, what the? Was sind das für Hunde? So, das war's zumindest mit denen. Seid ihr Schildkröten oder was seid ihr? Lass dich mal ansehen. Ihr seid ja komische Viecher. Ja, du machst genug Schaden. Meine Fresse. Kriege ich jetzt die Lebenspunkte wieder? Bitte. Oh nein, nicht schon wieder. Na, nochmal. Tellaminen! Nein! Das ist nicht euer Ernst. Oh no! Ich muss ihn jetzt darüber schieben. Oh Baby, das macht ja so viel Sinn. Einem Feuerball, der hinter dir kommt, den kannst du ausweichen. Ah, jetzt sind wieder diese Scheißviecher hinter mir her. Das könnte ärgerlich werden. Warum muss ich die Augen offen halten? Oh nein. Nein, nein, nein. Das gefällt mir gar nicht. So. Muss der Ball wiederkommen? Boah, was für ein Minenfeld. Scheiße. Okay. So, dann ist der zumindest schon mal weg. Und ich kann mich zumindest etwas zurückziehen. Wow. So, dass unser... Ja, unser Kollege tritt einfach noch weiter auf die Teile drauf. Wunderbar. Nein! Nein! Scheiße! Das habe ich nicht bemerkt, dass hinter mir so eine Kack-Tellermine war. Ah. Ich habe für einen Bruchteil der Sekunde daran gedacht, ob hinter mir eine ist. Ich habe einfach mal gehofft, dass da keine ist, aber das hat sich als falsch herausgestellt. Mensch, ich will meine Kugel wieder haben. Jawohl, ins Gesicht. Was zum? Die war noch unter mir. Mein Gott, das darf nicht wahr sein. Ab, wieder runter. Schiebe ich halt erst meine Kugel drauf. So. Web, da sind Sachen runtergeflogen. Daher kann man, denke ich, sehr gut annehmen, dass die Kugel bereits da ist. Bam. Ja, okay, ist alles schon tot. Der ist da um die Ecke etwas komisch rumgefahren, habe ich das Gefühl. Ja, das ist das Zeichen für Tellamin. Scheiße. Der Tod war sowas von unnötig. Weil jetzt bekomme ich bestimmt wieder Heilung. Checkpoint, ich sag's ja. Ich hätte mich ernsthaft geärgert, wäre der Ball jetzt darüber geflogen. Und es wird wieder nach oben gehen. Sehr schön. Tschüss, Kugelchen. Imitieren wir einfach mal Gronkh. Nein. Ist mir doch scheißegal. Du kannst mir nichts anhaben. Oh, oh kack. Kannst du doch, alles klar.
So, dann geht die Kugel erstmal ein bisschen elektrifiziert. Hopp. Ich muss den dazwischen locken. Was? Ich habe jetzt also nur eine gewisse Zeitspanne Zeit. Ach, komm schon. Ist ja gut. So, die Teile werden von dort elektrifiziert. Was? Ich muss den echt dazwischen locken. Wow. Naja, mit dem richtigen Timing geht das sogar noch ganz gut. Au! Oh, die machen 30 Schaden! Wow! Ich hab ihn. Damn right, ich hab ihn. So. Ja, du kannst mir jetzt auch egal. Was? Wieso bleibst du stehen, Ball? Boah. Boah. Was für eine Sauerei. Alles klar. Von wo? Achso, wir wurden hier rausgeschossen direkt. Stimmt, ja. Gut. Das heißt, wir müssen das betätigen, dann geht das auf. Mhm. Sherlock Holmes am Werk. Johnny Sherlock Holmes. Und den Ball hinterher. In den Tod. Man weiß ja nicht, wo es lang geht. Yeah, geil. Kennt ihr das? Seid ihr früher auch bei McDonald's immer durch diese coolen Röhren durchgegangen als kleine Kinder? Durchgerutscht? Extremst geil. Wir sind jetzt auf... Oh. Ach so. Ach so, das heißt, der Pöller ist jetzt auch weg. Blip. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass oben auch wieder ein Geheimnis war. Irgendwie steht der Pöller aber immer noch da. Egal. Ich versuch's einfach mal. Schade. Hat nicht funktioniert. Dann muss die Kugel gehorchen und mitkommen. Na los! Was ist los? Ich zieh dich an! Etwas zurückfahren. Meine Güte, immer dieser Stress. Danke. Oh, du liebenswerter runder Ball. Ich sollte dem Ball irgendwann auch einen Namen geben. Wie wäre es mit Wilson? Ich habe das Gefühl, dass noch kein Mensch auf der Erde auf die Idee gekommen ist, einen Ball Wilson zu nennen. Weil diese Person dann ganz alleine wäre und irgendwann einfach einen Gesprächspartner bräuchte. Wilson, was hältst du von der EM? Schaust du sie dir an? Oh. Backe. Das mag mir nicht gefallen.